Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Cyberpunk. So, ich habe mich jetzt nochmal gegen entschieden mit der Sache, dass wir jetzt mal das Boxen ausprobieren mit den Klingen. Sondern ich würde erstmal sagen, wir nehmen jetzt mal wieder ein bisschen die Hauptstory in Angriff. Denn wir haben ja jetzt eigentlich ordentlich so rumgeeiert. Das heißt, ich werde jetzt mal den Mr. Hands anrufen. Hey, was gibt's? Muss mit dem Anführer der Voodoo Boys reden, wenn du das hinkriegst. Okay, okay. Du kommst also gleich auf den Punkt. Das wäre Maman Brigitte. Nicht so leicht, an sie ranzukommen. Mir wurde gesagt, du kommst an alles ran. Ha, jetzt klingst du wie Ehefrau Nummer 3, wenn sie eine neue Tasche wollte. Maman Brigitte? Das klingt mal nach einem fiesen Kultnamen. Darauf konnte ich sie noch nicht persönlich ansprechen. Aber so nennt sie jeder. Glaub aber nicht, dass der Titel eine religiöse Bedeutung hat. Die Voodoo Boys picken sich aus ihren haitianischen Wurzeln die Rosinen raus. Arbeitest du nicht mit denen zusammen? Nicht mit den Chefs, Chefinnen und Priestern. Die haben Egos wie ein Zeppelin und reden nicht mit Leuten wie mir. Aber wenn du darauf bestehst, frage ich mal rum, ob sich was machen lässt. Ich brauche aber mehr Details. Sorry, ist persönlich. Wow, echt hilfreich, danke. Hab was, das sie haben wollen. Echt? Du willst denen was verkaufen? Glaub mir, die brauchen und wollen nichts von dir. Die sind isoliert, autark, haben ihre eigenen Kontakte, Tech, Netzwerk. Aber wie du willst. Nun gut, ich guck mal, was ich tun kann und melde mich. Okay. Geh den anderen Hinweisen nach, bis Mr. Hands dich zurückruft. Okay, das heißt, ach so, wir haben ja, stimmt ja, wir haben ja noch einen Charakter. Pünktchen, ne, machen wir hier gleich nochmal. Hergestellte Kleidung macht noch mehr. Granaten, ich schmeiß sie immer noch nicht. Ja, dafür brauchen wir den nächsten. Das heißt, wir könnten eigentlich jetzt mal in Reflexe gehen und klingen. Denn wir haben ja jetzt Klingen. Schwere Angriffe mit Klingenwaffen verursachen 30% mehr Schaden. Ja, das hört sich doch schon mal das Richtige an. So, gut. Das war jetzt das Gespräch. Davor habe ich mich jetzt so gefürchtet. Gut, dann treffen wir uns mit Takamura. Abmarsch, ins Auto steigen. Und Gas geben. Schauen wir mal, dass wir da jetzt fix hinkommen. Uiuiuiuiui. Da war aber eng. Das mit dem Warte und Warte und Warte. Naja, eigentlich haben wir ja keine Zeit zum Warten, ne? Zum Glück nimmt das Spiel mit der Zeit nicht so krass ernst. Das hat mein Auto durchgehalten. So was von. Oh, hier unten so runter. Hier könnte man mal eine Rennstrecke durchziehen. Das wäre doch mal cool gewesen. Oh, hell, hell, hell. Gott, da ist Wasser. Ich wäre beinahe baden gegangen. Ja gut, ich steige ja schon aus. Na gut, dann warten. Schön, dich zu sehen, wie. Ist ziemlich, ruhig hier. Wie es für so ein geheimes Treffen sein muss. Was zum Henker ist passiert? Siehst scheiße aus. Meine Implantate, mein Geld, meine Würde, alles Geschichte. Traurig, aber wahr. Hat aber auch was Gutes. Da draußen falle ich nicht mehr auf. Ist dein Freund hier irgendwo?
oder? Er sollte jeden Moment hier sein. Gibst du mir jetzt endlich ein paar Infos über ihn? Er ist Hanako-samas Leibwächter. Hanako Arasaka? Die vom Flugzeugträger, der hier angelegt hat? Saburos Tochter? Ja. Und wenn er dir glaubt, treffen wir als nächstes sie. Und was, wenn uns Hanakos kleiner Botenjunge verpfeift? Das würde er nie tun. Er ist ein Mann von Ehre. Genau, weil's bei Arasaka von solchen Typen nur so wimmelt. Du verwechselst wahre Ehre mit der belanglosen Moral, nach der du lebst. Mit Auto? Gut. Sonst ist er nur getarnt unterwegs. Takemura-san. Oda. Ist er das? Dein Dieb? Er ist mein Zeuge. Wie? Ich kann auch selbst reden, wisst ihr? Dann rede. Ich höre, du weißt gewisse Dinge. Ich war da, hab gesehen, was passiert ist. Yorinobu hat den Alten erwürgt. Ruhe. Kein weiteres Wort. Du führst den Tod an deine Tür. Es ist die Wahrheit. Hanako-sama muss davon erfahren. Mein einziges Interesse liegt darin, sie in dieser gottverlassenen Stadt zu beschützen. Ist sie in Gefahr? Im Moment? Nein. Aber sicher während der Parade zu Ehren von Arasaka-sama. Ich bringe dir einen Zeugen für den Mord. Und du sorgst dich um eine dumme Parade? Du Narr! Korrekt. Denn im Gegensatz zu dir gehe ich meiner geschworenen Pflicht nach. Du kannst die Wahrheit nicht ignorieren. Diese Worte wirst du bereuen. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich überhaupt gekommen bin. Auf deinen Kopf steht eine Belohnung. Ich tue dir einen Gefallen, wenn ich dir deinen Kopf nicht sofort abschneide und Yorinobu-sama bringe. Was würdest du jetzt an meiner Stelle tun? Keine Gefallen. Ich würde Yorinobu-sama deinen Kopf bringen. Dann schätze dich glücklich, dass ich nicht du bin. Oder? Du? Was? Der Typ hat für die Machtübernahme von Arasaka seinen eigenen Vater getötet. Interessiert dich das oder nicht? Nein. Ihr könnt von Glück reden, dass ich euch gehen lasse. Diesmal. Aber wenn ich euch wiedersehe, werde ich nicht so nachsichtig sein. Pass gut auf, mein Freund. Wir sind alle so weit von zu Hause weg. Wer soll sich verpissen? Ein durchgeknallter Saka-Irrer reicht. Tja, wir haben es immerhin versucht. Oh ja. Und wir haben etwas Nützliches erfahren. Wie meinst du das? Was Mutter sagte. Nach der Parade wollen sie nach Tokio zurück. Verstehst du nicht? Die Parade. Das könnte vielleicht unsere Chance sein. Wenn wir doch nur irgendwie an Hanako-sama herankämen. Zuerst müssen wir alles gut auskundschaften. Wir brauchen eine gute Karte von Japantown. Warte. Jetzt ist es an dir, Freunde anzurufen. Kennst du einen guten Fixer? Hey, Moment. Nicht so schnell. Du tust so, als würden wir uns in eine SBEM reinhacken. Du hast selbst gesagt, Hanako hat den besten Schutz von Night City. So ist es. Deshalb will ich, dass du den passenden Fixer anrufst. Ich kenne genau die Richtige. Wakako Okada hat eine Pachinko-Bude in der Jig-Jig Street. Wir sollten ihr einen Besuch abstatten. Kommst du mit? Klar, warum nicht?
Na gut, dann. Fahr los. Gigi Street. Was ist das für ein Name? Einer, der zu Night City passt. Hey, du machst dich lustig. Zu oft. Eine Ahnung, was bei Arasaka los ist? Nur das, was ich mir aus dem Fernsehen zusammenreimen kann. Jorino und seine Marionette grinsen in die Kameras und behaupten, alles sei unter Kontrolle. Aber je breiter das Grinsen, desto größer die Lüge. Uiuiuiui, ich hoffe, du machst das jetzt nicht allzu oft. Alles okay bei dir, Goro? Ja, woher die plötzliche Sorge? Ich frag ja nur, musst du hinter allem einen Hintergedanken sehen? Entschuldige, es kam falsch rüber. Ich bin solche Fragen nur nicht gewohnt. Leute wie ich, entweder geht es uns gut, oder wir sind im Grab. Okay, gut, dann überspringen wir mal die Reise. War in den Autogesprächen ab und zu packt das schon ein bisschen. Okay. Wir sind eigentlich da, ne? Also. Darf ich aussteigen? Jetzt. Echt notgeil. Na gut, dann laufen wir schon mal los. Er kommt ja bestimmt gleich nach. Was haben wir hier? Essen? Nee, essen wollte ich nicht. Hier. Hier war das. Rogue, meine Liebe, das muss ein Missverständnis sein. Ich weiß nicht, wer dein Team erwischt hat, aber die Claws nicht. Meine Jungs kennen die Grenzen. Ich entschuldige, ich habe Gäste. Wie? So schön, dich zu sehen. Wer ist dein charmanter Freund? Ne? Wir arbeiten zusammen. Das ist alles. Takemura Goro des. Hohe ni sonjimasu, Okada-sama. Ein echter Gentleman. Ach, zu schade, dass ihm eine ganze Arasaka-Armee am Arsch hängt. Und du, wie? Bringst ihn an meine Tür. Gib mir einen Grund, warum ich nicht sofort die richtigen Leute anrufen sollte. Hättest du längst getan, wenn du gewollt hättest. Es ist simpel. Du willst wissen, was wir für dich haben. Dann redet. Aber mein Telefon halte ich trotzdem bereit. Wir brauchen Infos zu der Parade, die durch Japantown führt. Also Arasaka. Wieder mal. Was ich nicht verstehe ist, warum ich? Geht Mr. DeShawn nicht ans Holo, oder was? Komm schon. Du kennst die Gegend wie deine Westentasche. Die Parade zu Ehren von Saburo Arasaka. Da bist du bestimmt involviert, oder? Keine Träne vergieß ich für den. Anders, ne? Aber der Rest ist wahr. Es ist alles auf den Splittern. Was ist dein Preis? Meine Taschen sind leer. Natürlich. Mein Geschenk an euch. Gratis. Okada-sama,
Gratis bedeutet meist besonders teuer. Wollt ihr sie oder nicht? Gratis? Ganz sicher? Ich habe meine Gründe. Nur keinerlei Geduld. Japantown. Der ganze Bezirk wird für die Parade abgesperrt. Dashi-Wagen, die Hauptattraktion. Sie fliegen hier lang, weit über der Straßenebene. An der Paradestrecke gibt's Balkons, Brücken und andere gute Aussichtspunkte. Hanako Arasaka ist Ehrengast und wird vom größten Wagen eine Rede halten. Und zwar genau hier. Security kenne ich nicht. Aber dank gewisser Ereignisse wird die hoch sein. Bei der letzten Parade waren verdeckte Arasaka-Leute in der Menge. Ansonsten die üblichen Scharfschützen, Drohnen. Und als wäre das noch nicht genug, mindestens noch ein Netrunner. Die nutzen die Überwachungskameras der Stadt, um alles zu beobachten. Hauptzugangspunkt ist hier. Ein altes automatisches Steuerzentrum. Ziemlich nützlich, denke ich. Am Ende fliegen die Wagen aus Japantown raus und wir stecken bis zum Hals im Müll, den natürlich keiner aufsammelt. Das war's. Mehr habe ich nicht. Das muss reichen. Na dann, macht euch ans Werk. Gar nicht neugierig, warum wir uns all die Mühe machen? Ignoranz ist in meinen Augen ein Segen. Außerdem finde ich's ja bald raus, oder? Danke, Wakako. Wir wissen das zu schätzen, Arasama. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal raus. Eine wirklich reizende Frau. Die Infos könnten genau das sein, was wir brauchen. Ich werde versuchen, mehr herauszufinden. Ich bleibe hier und rufe einige nützliche Helfer an. Wenn ich etwas Neues erfahre, gebe ich dir Bescheid. Und halt dich bedeckt, ja? Fang nicht an, Autogramme zu geben. Du bist die Berühmtheit von uns beiden. Pass auf dich auf, B. Okay. Gut. Das war jetzt das soweit. Warte, bis Takamura dich nach einem Tag anruft. Ja. Lies Claires Nachricht. Das heißt, wir können jetzt gar nicht mehr weiter in der Hauptmission machen. Wir müssen jetzt bei beiden erstmal warten, bis wir angerufen worden sind. Gut, dann lesen wir mal die Nachricht. Von Claire. Carol. Ach, da ist sie doch. Und jetzt muss ich hier noch einmal suchen. Da. Hey, das letzte Rennen ist auf dem Highway. Da schaut die ganze Stadt zu. Die Startlinie ist Carter Hill. Und dort hat man einen tollen Blick auf Nord-Okak. Ich schick dir die Koordinaten. Ruf an, wenn du da bist. Freu mich schon. Gut, dann machen wir das nächste Rennen. Ach, das ist ja hier wieder die Fixerstadt hier. Dann nehmen wir hier mal kurz den als Checkpoint dazwischen. Und dann lassen wir uns da mal hintragen. Schickt er mich denn hier schon wieder ganz hin? Sieht schon wieder nicht ganz richtig aus, aber gut, ich vertraue jetzt einfach mal drauf. Und dann schauen wir mal. Machen wir mal ein kleines Rennchen. Jetzt sind wir ja sowieso wieder an Nebenaufträgen machen. So, aber hier. Einmal rein und dann einmal hier vorne schnell reisen. Dann bin ich ja jetzt mal gespannt, wie das Rennen laufen wird. So, wo müssen wir jetzt genau hin? Ja.
Wir verstecken ihn noch. Ihr versteckt ihn noch? Nein, nein, er hat alles, was er braucht. Ja. Okay. Das ist immer die Frage, kann ich mich mit denen jetzt anlegen? Gehören die jetzt zum Gesetz oder was? Wahre Liebe stirbt in Night City. Männer betrügen ihre Frauen, Frauen ihre Männer. Dann trennen sie sich und lästern übereinander. Kannst du dir das vorstellen? Mich schockiert das alles. Aber keine Angst, Vi. Diesmal kannst du einem kürzlich Geschiedenen helfen. Er heißt Mr. Gutierrez und verlässt sich auf uns. Seine Ehe ist nicht mehr zu retten. Aber vielleicht kannst du die Schecks besorgen, die seine Frau hat mitgehen lassen. Details anbei. Okay, nächster Auftrag, Kleptomanie. Aha. Gut, das ist aber jetzt nicht das, was ich machen wollte. Stimmt, ich soll sie anrufen. So. Claire, hey. Das Finale steht bevor, der große Tag. Ganz genau. Kommst du? Ich bin schon da. Ja, aber warte. Diesmal jagen wir den Highway runter, also brauchen wir eine Maschine mit Feuer. Du hast die Wahl, deins oder meine Bestie. Ich will die Bestie. Gute Wahl, hm? Wird dir nicht leid tun. Treffen wir uns am Start? Genau, warte dort auf mich. Okay. Anlehnen und warten. Weil die Bestie ist doch bis jetzt noch schneller als unsere Autos. Ein Monster, keine Maschine. Mhm. Mhm. Genau, ich bin selber gefahren. Okay. Und wann würden wir aufbrechen? Perfekt. Mhm. Du bist dran, Samson. Sieht aber auch nice aus. Keine Reue? Kein bisschen? Absolut keine. Claire, hör auf. Lass die Konzernratte in Ruhe. Glaubst du, du kommst hier lebend raus? Claire! Dein neuer Fahrer? Wenn ich du wäre, würde ich jetzt aussteigen. Claire hält ihre Partner nicht lange am Leben. Du Hurensohn! Ist doch so. Dean war als Fahrer so scheiße wie als Ehemann. Hat immer zu viel auf einmal gewollt und dafür bezahlt. Mach dir nichts vor, Claire. Ich hab ihn nicht getötet. Sein Ego war's. Du bist nichts als Abschaum, Samson. Claire, das reicht. Wir haben ein Rennen vor uns. Du bist dran. Fick dich. Komm jetzt. Spar dir den Dampf für später. Tust du mir einen Gefallen, wie? Was denn? Häng dich an ihn ran und bleib da. Okay. Bring deine Freundinnen mit zur Party. Wenn du heute gewinnst. Schmeißen wir den E-Party. Ich hoffe, ihr verlangt den Okay, Leute. In die Bahn. Zeit, ein paar Autos und Köpfe zu zerbeulen. Alle bereit? 3, 2, 1. Okay. Bleib an Samson dran. Scharfe Kurve! Festhalten! Oh. Ich dachte, ich kann ihn wenigstens rammen oder so. Oh nee, jetzt hängt hier fest. Wie soll ich denn hier wieder rauskommen? Was soll das, wie? Zurück ins Rennen! Ja, danke. Das war jetzt natürlich mega kacke. Na, wenigstens warten. So, get aus dem Weg hier, ihr seid viel zu flach. So, beende das Rennen optional. Na gut. Gib Power. Okay. Schießen können sie also auch. Sind aber ganz schön schnell, ey. Meine Güte. Die Bestie kommt gar nicht hinterher. Häng dich ran. Ja, ich drück schon das Gaspedal durch.
Also mehr geht nicht. Mehr kriegt der Wagen nicht hin. Wenn jetzt keine Kurven oder ähnliches kommt, habe ich ein Problem. Oder Fahrfehler von ihm. Okay, wir haben noch ein paar Checkpoints. Okay, er lässt mich jetzt vorbei, nett. Das hat ihn noch nicht mal gejuckt, ey, was hat der für eine Karre? Macht euch bereit! Okay. Wir sind doch bereit. Eieieiei. Ihm nach, wie? Ja, ja. Schneller geht nicht. 164, mehr krieg ich raus. Tut mir ja leid. Das sind halt reine gerade Strecken und dafür ist das Auto wohl wahrscheinlich nicht ausgelegt. Die anderen krabbelieren da hinten nur. Und er fährt halt 60 Meter weit weg. Haben wir ein bisschen abgebremst. Komm schon. Auto ist hin. Er fährt runter. Ihm nach, wie? Lass ihn nicht entkommen. Das ist die Chance. Okay. Nehmen wir ihm den Wind aus den Segeln. Häng dich ran. Bin ich doch. Oh. Sorry. Fuck. Hol ihn ein. Schnell. Ja, bin ja schon dabei. Wie geht's so, Samson? Claire, bitte nicht! Ich hab nichts getan! Wirklich? Du kleine Zecke! Bitte! Lass das nicht zu! Claire, ich flehe dich an! Scheiße, Claire! Was willst du von mir? Ich hab ihn nicht getötet! Halt's Maul! Es war ein Unfall, verdammt! Bitte lass mich gehen! Hier kommst du nicht mehr raus! Wovon redet der Typ? Ist doch egal. Versucht, seine Haut zu retten. Lass das nicht zu! Ich hab ihren Mann nicht getötet! Ich sagte, halt's Maul! Claire, warte. Ich will das hören. Wozu? Was hast du zu sagen, Samson? Dean wollte mich vor der Ziellinie überholen, aber er verlor die Kontrolle. Du hast uns gerammt! Na und? Das war regelkonform. So läuft das bei diesen Rennen. Ist das wahr, Claire? Samson hat regelkonform reagiert? Ist doch egal. Der Bastard hat Dean umgebracht. Er muss dafür bezahlen! Was willst du von mir? Du tötest... wie alle. Claire, es war ein Unfall. So ist das Rennen. Ich hab ihn geliebt. Mehr als mein Leben. Und jetzt soll ich diesen Abschaum gehen lassen. Dein verfickter Ernst. Ja, Claire, lass ihn gehen. Soll das ein scheiß Witz sein? Er mag ein Konzernarsch sein, aber an Deans Tod hat er keine Schuld. Ihn zu töten, wird Dean nicht zurückbringen. Könntest recht haben, wie? Gott sei Dank. Ist mir nur leider egal. Was? Nein! Dein Mann war nicht der Heilige für den... Ja? Lass uns abhauen, wie? Bitte. Mhm.
Na gut, dann hauen wir ab. Oh Mann. Das war's, hm? Sieht so aus. Dein Mann, wie war er so? Langschläfer. Ich vergesse immer mehr. Hab Angst, dass ich ihn ganz verliere. Was wirklich zählt, vergisst du nie. Deine Gefühle für ihn. Ja. Alles okay, Claire? Was? Wieso? Siehst traurig aus. Bin ich nicht. Ehrlich gesagt fühle ich gar nichts. Schon okay. Das wird besser. Was denn? Naja, alles. Das Leben geht weiter, Claire. Gerade will ich mich nur in meinen Alkschrank einschließen. Willst du es nochmal wagen? Als Team? Ein Rennen, meine ich. Nein, wie? Ich werde nie wieder Rennen fahren. Nie? Nie. Das war was zwischen mir und Dean. Unser Ding. Ich brauchte dich nur, um Samson... Ja. Um Samson loszuwerden. Die gehört dir. Was? Du schenkst mir dein Auto? Nicht meins. Sie gehörte mir und Dean, aber uns gibt's nicht mehr. Mach's gut, Vi. Und achte auf die Kurven, sonst landest du irgendwann im Graben. Okay, das ist krass. Sie schenkt uns jetzt quasi die Bestie. Hätte auch einen anderen Weg geben können. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Gut. Das war jetzt sozusagen die Questline. Das Ende hat mir nicht so ganz gefallen, aber gut. Gucken wir mal, was wir das nächste Mal machen. Aber wir nehmen das Auto dankend an. Auf jeden Fall nicht schlecht. Nee, falsch. Ich wollte gucken. Ja, okay. Gut, dann machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.